Also was ich wirklich gut kann, ich kann wirklich ein unglaublich gutes Rührei machen. Ich mache meistens Rührei aus 3 Eiern, einfach in eine Schale, dann steche ich die Eigelbe auf. Wie du? Auch nicht, Tommy, du willst doch gerade was von mir lernen, oder? Ja, aber das ist die Frage. Das ist ja, also dann lass mich doch bitte, ja, wie, dann womit lass mich aufstechen? Doch mit bitte deinem Penis? Ausreden. So. Nein, einfach mit einer Gabel erstmal das Eigelb aufstechen, Salz dazu, Pfeffer dazu. Ja. Bei Bedarf noch ein bisschen Chili, aber generell wenig Fasching. Damit der Gabel einfach das Ding cremig rühren, bis alles verschlabbert ist, hoch und runter, dass es so richtig fluffig ist. Parallel wird die Pfanne schon heiß mit wenig Öl. Rapsöl? Nee, ich habe immer so einen kleinen Tropfen Olivenöl. Pfanne richtig heiß werden lassen, sodass wenn man das Rührei dann reingießt, dann muss es direkt so... Wie nochmal? Ah, okay. Ab dem ersten Eikontakt Pfannenwender oder sowas an der Hand haben und das Ei ist in constant motion. Ab dem Moment, wo alles einigermaßen fest ist, von der Pfanne nehmen, fertig. Gutes Rührei, also der ganze Prozess dauert nicht länger als 2 Minuten.